Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Anhaltende Regenfälle und plötzlich einsetzende Schneeschmelze haben in Süddeutschland sowie in Frankreich und der Schweiz schwere Überschwemmungen ausgelöst. Vielerorts wurden die Unwetter durch Orkanböen verstärkt. Es gab Tote und Verletzte, allein in Frankreich starben dabei 6 Menschen. In zahlreichen Orten wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Viele Flüsse, wie hier die Murg in Gernsbach, sind über die Ufer getreten. In Baden-Württemberg ist eine Frau in den Fluten ertrunken, 5 Menschen werden vermisst. Im Schwarzwald fielen bis zu 167 Liter Regen pro Quadratmeter. In St. Blasien mussten 60 Einwohner mit Booten aus ihren Häusern gerettet werden, weil die Fundamente vom Wasser unterspült wurden. Sturzbäche bahnten sich ihren Weg auch durch die am Hang gelegenen Wohnhäuser. Bei Donaueschingen wurde eine Zeit lang das Brechen des Staudamms am Kirnbergsee befürchtet. Ein Damm, der das Flüsschen Brick reguliert, ist gebrochen. In den Städten Hüfingen und Bräuningen sind das Wasser 1,5 Meter hochgestiegen. 150 Bundes- und Landesstraßen wurden überflutet, wie hier bei Donauwörth. Eisenbahnverbindungen sind unterbrochen. Die Schifffahrt auf dem Neckar, wie hier in Heidelberg, sowie auf Oberrhein und Mosel, wurde eingestellt. Der Pegel des Neckars steigt stündlich um 10 Zentimeter. Der Rhein ist bei Karlsruhe in den vergangenen 24 Stunden von 2 auf über 6 Meter angestiegen. Auch in Frankreich haben die Unwetter schwere Schäden verursacht, hier Caen in der Normandie. Ein Automobilwerk in Ostfrankreich musste die Produktion einstellen. Zahlreiche Straßen der französischen Alpen wurden durch Lawinen und Erdrutsche blockiert. Vor der niederländischen Nordseeküste ist die amerikanische Ölbohrinsel Gilbert Row gestrandet. Sie sollte von einem englischen Kanalhafen nach Rotterdam geschleppt werden. Als die Maschine eines Schleppers ausfiel, wurde die Bohrinsel losgerissen. Mit Hubschraubern sind die 33 Besatzungsmitglieder gerettet worden. Bei der deutschlandpolitischen Debatte im Bundestag ging es heute hauptsächlich um die soziale Absicherung der angestrebten Einheit. Bundeskanzler Kohl eröffnete die Sitzung mit einer Regierungserklärung zu den Gesprächen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow und DDR-Ministerpräsident Modrow. Er sagte dabei den DDR-Bürgern Unterstützung zu. Nach seinem Verständnis sei mit der sozialen Marktwirtschaft auch immer die soziale Absicherung verbunden. SPD-Chef Vogel warnte davor, die Probleme zu unterschätzen. Er warf der Regierung vor, bisher zu wenig konkrete Hilfe geleistet zu haben. Im Verlauf der Debatte kam es zu teilweise tumultartigen Wortgefechten. Bundestagspräsidentin Süssmuth gelang es nur mit Mühe, die Ruhe wiederherzustellen. Draußen versuchte der Winter mit Schneeregen einen schüchternen Einbruch. Drinnen im Parlament heizte sich die Deutschlanddebatte zunehmend zu einem vorgezogenen Wahlkampf auf. Zum Auftakt unterstrich der Kanzler noch einmal, dass für ein wiedervereinigtes Deutschland eine Neutralität nicht in Frage komme. Die Geschichte dieses Jahrhunderts, meine Damen und Herren, zeigt, nichts ist der Stabilität Europas abträglicher als ein zwischen zwei Welten, zwischen West und Ost schwankendes Deutschland. Doch im Mittelpunkt der Debatte standen die finanziellen und sozialen Folgen der Wiedervereinigung. Dabei wurde der Versuch der Regierung deutlich, die Bevölkerung zu beruhigen. Die angebotene Währungsunion sei ein Signal der Hoffnung, betonte der Kanzler. Ich bin auch heute davon überzeugt, dass wir gemeinsam die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung in beiden Teilen Deutschlands positiv gestalten werden. Auf unserer Solidarität, und zwar nicht in Worten, sondern in Taten, können die Mitbürger der DDR rechnen. Den Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland möchte ich zurufen, unser soziales Netz bleibt dicht geknüpft. Kein Rentner, kein Kranker, kein Arbeitsloser, kein Kriegsopfer, kein Sozialhilfeempfänger braucht Leistungskürzungen zu befürchten. Die Sorge, und das wissen Sie doch aus Ihren eigenen Wahlkreisen, ist doch nicht erfunden, sondern beschäftigt und bewegt unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zunehmend. Gerade weil wir die Einheit wollen, wollen wir, dass dieser Sorge überzeugend begegnet wird. Wir wollen, dass die Belastungen, wenn sie denn notwendig sind, gerecht verteilt werden. Dass die mit den stärkeren Schultern mehr zu tragen haben als die mit den schwächeren Schultern.
Sie, Herr Bundeskanzler, haben die Umverteilung von unten nach oben in dieser Bundesrepublik schon weit genug getrieben. Die SPD verlangte, alle Sonderleistungen für Übersiedler einzustellen. Die zusätzlichen Aufwendungen für die DDR sollten durch Kürzungen im Verteidigungsetat finanziert werden. Zu einem harten Schlagabtausch kam es, als sich die Parteien ihre Sünden der Vergangenheit vorhielten. Soll ich Ihnen hier die gemeinsame Erklärung zwischen SED und SPD vorlesen? Ich kann Ihnen nur sagen, ich verstehe Ihre Aufregung, weil Sie noch vor wenigen Wochen gegen die Einheit unserer Nation waren. Das ist doch wahr. Wer, Herr Bundeskanzler, wer mit Geld und allen Möglichkeiten die Blockpartei Ost-CDU, die 40 Jahre alles mitgemacht hat, unterstützt, hat nicht das Recht, auf Sozialdemokraten zu zeigen. Ich weise das zurück. Ein Appell der Bundestagspräsidentin mit Blick auf die Zuschauer in der DDR, doch Demokratie auch vorbildlich vorzuleben, fruchtete wenig. 5 Wochen vor den Wahlen in der DDR und den späteren Bundestagswahlen ist der Wahlkampf im Bonner Parlament voll entbrannt. Außenminister Genscher betonte in der Aussprache, beide deutsche Staaten seien auf dem Weg zur Einheit völlig gleichberechtigt. Die Menschen der DDR kämen nicht mit leeren Händen. Nach der Volkskammerwahl müsse die bundesdeutsche Hilfe in die Tat umgesetzt werden, damit die Bürger gleiche Lebenschancen erhielten. Sie erwarteten jetzt soziale Gerechtigkeit. Der Abgeordnete der Grünen, Hoss, warf dem Kanzler Nationalstaatsgelüste vor. Bonn versuche, der DDR die bundesdeutsche Verfassung überzustülpen. Anstelle einer schnellen Währungsunion forderten die Grünen eine Unterstützung von bestimmten Projekten in der DDR in Höhe von 30 Milliarden Mark für 1990. Die Bundesländer sollen an den Verhandlungen und Gremien zur Vorbereitung der Einheit stärker beteiligt werden. Bei einem Gespräch in Bonn sicherte der Kanzler den Ministerpräsidenten neben einer fortlaufenden Information auch je 2 Vertreter in den entsprechenden Kommissionen zu. Soweit es um Länderangelegenheiten gehe, würden sie die Verhandlungen leiten. DDR-Regierungssprecher Mayer hat deutliche Kritik an der Haltung der Bundesregierung beim Besuch von Ministerpräsident Modrow in Bonn geübt. In Ost-Berlin sagte Mayer heute, es habe nicht an der DDR gelegen, dass es in Bonn nicht gleich zum Abschluss einer Wirtschafts- und Währungsunion gekommen sei. Wer dennoch so tue, versuche die Öffentlichkeit zu täuschen. Bis zum Beginn der Gespräche am Dienstag habe aus Bonn kein konkretes Verhandlungsangebot vorgelegen. Außerdem, so Mayer, müsse das Selbstbestimmungsrecht der DDR-Bürger gewährleistet bleiben. In keinem Fall dürfe es einen bloßen Anschluss an die Bundesrepublik geben. Der israelische Außenminister Arens hat heute in Bonn Bundespräsident von Weizsäcker versichert, sein Land habe uneingeschränktes Vertrauen in ein vereintes Deutschland. Es gebe keine Vorbehalte in der israelischen Regierung gegen eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Ebenso vertraue er der Freiheitsrevolution in der DDR. Arens, der auch mit Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher über die deutsch-israelischen Beziehungen sprach, lud Weizsäcker zu einem Besuch in Israel ein. Die von Ministerpräsident Carlsson geführte sozialdemokratische Minderheitsregierung Schwedens ist heute in Stockholm nach einer Abstimmungsniederlage zurückgetreten. Stolperstein war ein Maßnahmenpaket zur Sanierung der überhitzten, inflationsbedrohten Wirtschaft. Darin wird für 2 Jahre ein Lohn- und Preisstopp gefordert. Vom ursprünglich beabsichtigten Streikverbot war die Regierung abgerückt. Die Opposition, von den Kommunisten bis zu den Konservativen, lehnte die Vorstellungen der Regierung einmütig ab. Ministerpräsident Ingvar Carlsson hatte vor der entscheidenden Abstimmung heute Abend noch einmal die Abgeordneten beschworen. Der Reichstag hat den Vorschlag meiner Regierung erhalten, wie die Notsituation beizulegen ist. Wenn das Parlament ihn annimmt, wird die wirtschaftliche und politische Krise verhindert. Ich bitte die Abgeordneten, das bei der Abstimmung zu bedenken. Die dann folgende Abstimmung besiegelte den Abgang. Die Wirtschaftskrise aber bleibt. Ihre Gründe? Die Schweden verdienen zu viel. Lohnabschlüsse über 10% sind keine Seltenheit und arbeiten zu wenig. Die Produktivität der Wirtschaft sinkt und die Inflationsrate liegt bei gut 8%. Eine neue Regierung muss her mit neuen Ideen. Darin sind sich in Schweden alle einig. Bei 5 Oppositionsparteien aber kann es geschehen, dass die Neuen wieder die Alten sein werden. Die Sozialdemokraten um Ingvar Carlsson. In der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena verhandelt US-Präsident Bush heute mit den Staatschefs von Kolumbien, Peru und Boliviens über einen gemeinsamen Plan zur Drogenbekämpfung. Aus den 3 Andenländern stammen über 90% des auf der Welt gehandelten Kokains.
Als die Hubschrauber einschwebten heute früh, war die geschätzte Zahl der Sicherheitskräfte in Cartagena von 5 auf 10.000 Mann geklettert. U-Boote, mehrere Zerstörer, ein Flugzeugträger vor der Küste, um vor allem den amerikanischen Präsidenten vor einem Anschlag zu beschützen. Eine Lastwagenkolonne, da drin irgendwo George Bush. Terroristen zu verwirren, das war die Taktik. Mein Freund, der Präsident Barco, so begrüßte Bush den Gastgeber aus Kolumbien. Ob er Angst habe, riefen die Reporter. Angst wovor? Absolut nicht. Ein Händeschütteln für Mr. Presidente Jaime Paz Zamora aus Bolivien. Beim kurzen Spaziergang am Strand der vierte auf dem Drogengipfel, Präsident Garcia aus Peru. Am Heroin und Kokain gemessen, drei Präsidenten aus Rauschgifterzeugerländern und einer aus dem Land mit dem höchsten Verbrauch. Die vier Präsidenten, so sagte der Gastgeber aus Kolumbien, seien hier heute in Cartagena versammelt, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die ganze Menschheit von der Geißel des Rauschgifts zu befreien. Eines Gifts, das die Jugend korrumpiert und ganze Demokratien zerstören kann. Aber, so wurde dem Gast aus den USA gleich zu Beginn deutlich gemacht, jede Taktik werde letztlich sinnlos bleiben, wenn es nicht gelingt, in den reichen westlichen Ländern die Nachfrage nach Kokain und anderen Drogen zu reduzieren. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Bundesrepublik ist nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Sie lag im September 1989 mit 590.000 um 14% niedriger als ein Jahr zuvor. In der Bundesrepublik sind heute zum ersten Mal drei sogenannte Computerhacker verurteilt worden, die für den sowjetischen Geheimdienst spioniert haben. Das Oberlandesgericht in Celle verurteilte sie zu Freiheitsstrafen zwischen 12 und 24 Monaten auf Bewährung. Die drei Männer aus Hannover waren über Telefonleitungen und Datennetze illegal in militärische Rechner eingedrungen. Die erbeuteten Daten sollen sie für 90.000 Mark weiterverkauft haben. Durch diese Lieferungen ist nach Ansicht der Richter jedoch kein nachweisbarer Schaden entstanden. Bei Unfällen auf den bundesdeutschen Straßen sind 1989 fast 8.000 Menschen gestorben. Dennoch ist damit im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Verkehrstoten um fast 3% gesunken. Leicht abgenommen hat auch die Zahl der Unfälle, obwohl es 1989 zum ersten Mal mehr als 30 Millionen zugelassene Fahrzeuge gab. Zugenommen hat laut Statistik dagegen die Zahl der unter Alkoholeinfluss verursachten Unfälle. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 16. Februar, heute wieder mit Hinweisen für Wintersportler. Der Satellitenfilm zeigt ein breites Wolkengebiet, das sich von Frankreich über Mitteleuropa ostwärts bewegt. Dahinter erkennt man über der Nordsee und weiten Teilen der britischen Inseln zum Teil dichte Quellbewölkung, die allmählich auch Mitteleuropa erfasst. Die Quellbewölkung bildet sich in Meereskaltluft, die auf der Rückseite eines nach Osten abziehenden Tiefs nach Mitteleuropa fließt. Morgen gelangt Deutschland unter Zwischenhocheinfluss. Die Vorhersage für morgen. Wechselnd, zeitweise stark bewölkt und wiederholt Schnee- oder Graupelschauer. Verbreitet Straßenglätte durch Schnee und Eis. Am Nachmittag zunehmend Aufheiterungen. Tiefsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Höchstwerte 0 bis plus 5 Grad. Mäßiger bis frischer, im Tagesverlauf abnehmender Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: heiter bis wolkig, später zunehmende Bewölkung, Temperaturanstieg. Durch ergiebige Niederschläge, die im Südwesten bis in die Hochlagen als Regen fielen, sind im Schwarzwald die Schneehöhen auf 10 bis 20 Zentimeter zusammengeschmolzen. Im Bayerischen Wald wurden heute in Kammlagen 60 Zentimeter gemessen, in den Mittelgebirgen nördlich des Mains 25 bis 40 Zentimeter. Durch weitere Schneefälle, auch im Schwarzwald bis in die Niederungen, werden sich morgen die Schneeverhältnisse verbessern. In den deutschen Alpen liegen in Tallagen 10 bis 15 Zentimeter, in Berglagen 50 bis 180 Zentimeter Schnee.
durch vorübergehend milde Temperaturen und Niederschläge, die bis in 2000 Meter Höhe als Regen fielen, besteht allgemein große Lawinengefahr. Örtlich sind auch Hanglagen und Straßen gefährdet. Erneute Niederschläge, die bei steigenden Temperaturen bis in höhere Lagen als Regen fallen, lassen die Schneefallgrenze auf etwa 2000 Meter steigen. Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit den Tagesthemen.